So, jetzt kommen wir schon zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um das Thema Mieten und Mietentwicklung. Wieder muss man sagen, aktuell ist es ja so, dass Justizministerin Barley Anfang Juni ein Mietrechtspaket vorgelegt hatte, das derzeit innerhalb der Bundesregierung abgestimmt wird. Mieter sollen sich damit künftig leichter gegen überhöhte Mieten wehren können. Der Koalitionsvertrag der GroKo, der hatte das vorgesehen, dass die Mietpreisbremse für Ballungsräume nachgeschärft werden soll, weil sie nicht die erhoffte Wirkung entfalten hat, seit sie in Kraft getreten ist 2015. Die Grünen, die bringen nun heute einen Antrag ein, das Mietrecht wirksam zu reformieren und formulieren da auch detailliert, was sie erwarten. Canan Bayram für die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie weit sollen die Mieten eigentlich noch steigen? Wie viele Menschen sollen noch in die Wohnungslosigkeit geraten? Was muss eigentlich noch passieren, damit die Koalition endlich etwas unternimmt, um die Mieterinnen zu schützen? Längst sind viele Häuser zu Ware geworden und Menschen verlieren ihr Zuhause. Dagegen müssen wir etwas tun. Mit unserem Antrag stellen wir konkrete Maßnahmen vor, wie wir die Mieterinnen schützen können. Inzwischen frisst die Miete bei vielen Menschen in den Städten zur Hälfte oder mehr das Einkommen auf. Viele sind von Verdrängung bedroht, und die Zahl der Wohnungslosen hat in einem reichen Land wie der Bundesrepublik inzwischen fast die Millionengrenze erreicht. Auch beim Gewerbe finden kleine Händler und soziale Einrichtungen keine bezahlbaren Räume mehr, egal ob Kitas, betreutes Wohnen oder Künstlerateliers. Fastfoodketten verdrängen kleinere Obst- und Gemüseläden. Entweder sie fliegen raus, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen können, oder sie finden erst überhaupt keine bezahlbaren Gewerbeflächen mehr. Die Spekulation mit Immobilien verdrängt in den Städten Familien, kleinere Händler und auch Künstler. Dagegen müssen wir handeln. Jetzt. Die Mieten müssen runter. Ein Wochenlohn muss für die Wohnraummiete reichen. Wir müssen auch an den Kündigungsschutz ran. Im Moment ist die Gefahr, tatsächlich geräumt zu werden, so hoch, dass immer mehr Menschen ihre Wohnungen verlieren. Deswegen wollen wir auch den Kündigungsschutz stärken. Und gerade weil immer mehr Aktiengesellschaften, große Konzerne Immobilien verwalten und tatsächlich durch standardisierte, automatisierte Verfahren Mieterinnenrechte untergraben, brauchen wir im Sinne des Verbraucherschutzes mehr Mieterschutz und in diesem Bereich rechtlich die Möglichkeit der Gruppenklage. Denn andernfalls bleiben die Mieterinnen und Mieter großen Konzernen ausgesetzt, und selbst die Mieterinnenvereine schaffen es nicht, den Bedarf zu decken. Deswegen, meine Damen und Herren, freue ich mich auf die Beratung in den Ausschüssen zu dem Thema Mieterinnenrechte stärken beim Wohnen und im Gewerbe. Und ich hoffe, Sie sind da nicht nur unbedingt an unserer Seite, aber an der Seite der Mieterinnen und Mieter in Deutschland. Dankeschön. Liebe Kollegin, Canan Bayram war das, und sie hat hier den grünen Antrag vorgestellt. Der ist Grundlage dieser Debatte. Und jetzt geht es in die Aussprache mit Jan-Marco Lutschak für die Union. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kollegin Bayram, also das können Sie sicher sein. Wir sind selbstverständlich auch als Union, als Koalition an der Seite der Mieterinnen und Mieter. Nur was völlig, da können Sie sich sicher sein, Frau Kollegin, nur was ich immer betone, was wir immer betonen, das haben wir in der letzten Debatte, die wir zum Mietrecht auch geführt haben, ja auch immer gesagt, was nicht geht, ist, dass wir den Menschen und insbesondere den Mieterinnen und Mietern in unserem Land Sand in die Augen sträuben. Dass wir ihnen sagen, es gibt für die steigenden Mieten eine ganz einfache Lösung. Wir machen auf die steigenden Mieten einen Deckel drauf und dann ist alles gut. So ist es nicht. So ist es nicht. Und deswegen dürfen wir hier nicht mit bestimmten Maßnahmen, mit Instrumenten Erwartungen wecken, die wir letztlich nicht halten können. Wir nehmen als Union und auch als Koalition den Schutz von Mieterinnen und Mietern sehr ernst. Wenn Sie sich unseren Koalitionsvertrag anschauen, da haben wir sehr viele
sehr gute, aber eben auch sehr ausgewogene Dinge vorgestellt, die wir machen wollen in dieser Legislaturperiode. Wir sind uns im Ziel da völlig einig. Wir wollen nicht, dass Menschen aus ihren Wohnungen heraus modernisiert werden, dass sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können. Wir wollen aber hier den richtigen Weg gehen und nicht den einfachen Weg. Und der richtige Weg, meine Damen und Herren, das ist nun mal, da gibt es auch nichts herumzudeuteln dran. Wir müssen uns mit den Ursachen von steigenden Mieten beschäftigen. Und die Ursachen für steigende Mieten ist, dass wir zu wenig Wohnungen in unserem Land haben. Das ist ganz eindeutig. Ich habe diesen Fall hier schon einmal vorgetragen hier im Plenum, aber ihr macht es so anschaulich mit der Mietpreisbremse. Die können wir noch so sehr verschärfen, wie wir das wollen. Und das legen wir jetzt ja auch wieder im Antrag von den Grünen, die da von 10% auf 5% runtergehen wollen, die Ausnahmen, die es bei der Mietpreisbremse berechtigterweise gibt, abgeschafft werden soll. All das nutzt doch nichts, wenn wir nicht genügend Wohnungen haben. Wir haben hier in Berlin einen Fall gehabt, da haben sich auf eine Wohnung, die war im Prenzlauer Berg, schön geschnittene Wohnung, die war relativ günstig, da haben sich 1.400 Menschen auf diese Wohnung beworben. 1.400 Menschen. Und ganz egal, wie sehr, Herr Kühn, wir die Mietpreisbremse verschärfen werden, am Ende des Tages gehen von diesen 1.400 Menschen 1.399 nach Hause und die haben keine Wohnung. Und das zeigt es doch ganz deutlich, was wir tun müssen. Wir müssen für mehr Angebot auf dem Wohnungsmarkt sorgen. Wir müssen mehr, schneller und kostengünstiger bauen. Nur das ist das, was letztlich Entlastung auch an der Stelle bringen wird. Und weil wir das als Ziel identifiziert haben, haben wir ja auch im Koalitionsvertrag eine große Wohnungsbauoffensive auf den Weg gebracht. Unser Ziel, das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, 1,5 Millionen Wohnungen, die wir in dieser Legislaturperiode bauen wollen. Und da sind wir jetzt dabei. Wir haben jetzt das Baukindergeld. Das kommt jetzt rückwirkend zum 1. Januar. Wir haben als Union auch durchgesetzt, dass es dort keine fragwürdigen Einschränkungen gibt bei der Quadratmeterzahl. Das kommt, das wird die Familie entlasten. Und wenn die ins Eigenheim kommen können, weil sie diese Hürde des Eigenkapitals besser überschreiten können, natürlich ist das auch so, dass das dann den Mietwohnungsmarkt entlastet. Deswegen ist das Baukindergeld etwas absolut Richtiges an dieser Stelle. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Bayram. Frau Bayram hat gerade geredet. Wir müssen es ja nicht verlängern nach dem langen Abend, den wir gestern alle miteinander hatten. Der zweite Punkt, neben dem Baukindergeld, die soziale Wohnraumförderung, auch ein ganz wichtiger Baustein, den wir da machen. Und da gehen wir über die Vereinbarung, die wir im Koalitionsvertrag haben, noch einmal jetzt darüber hinaus und legen über die 2 Milliarden, die wir zur Verfügung stellen für diesen Bereich, noch einmal 500 Millionen obendrauf. Das heißt, in den nächsten Jahren 2,5 Milliarden Euro, die zusätzlich für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung stehen. Und da will ich dann auch mal die Länder adressieren an dieser Stelle. Da erwarten wir natürlich dann auch, dass dieses Geld, wir werden es ja mit der Grundgesetzänderung entsprechend auch verankern, dass dieses Geld zweckgerichtet, zielgerichtet eingesetzt wird, dass es wirklich in den sozialen Wohnungsbau fließt und nicht in irgendwelche anderen Haushaltslöcher gestopft wird. Das Geld muss den Mieterinnen und Mietern ganz direkt zugutekommen. Und da sind die Länder in der Pflicht, meine Damen und Herren. Und wenn wir schon bei den Ländern sind, Sie fordern ja in Ihrem Antrag auch eine Sache bei den Betriebskosten zum Beispiel. Die sagen, die müssen jetzt gerechter gestaltet werden, alles. Da bin ich ja sehr dafür. Aber Sie machen zum Beispiel einen Vorschlag, wo Sie sagen, die Grundsteuer, das ist ja etwas, was über die Betriebskosten direkt auf die Mieter umgelegt werden kann, wo Sie jetzt sagen, das soll alles abgeschafft werden. Das soll alles abgeschafft werden, das muss jetzt zukünftig bei den Eigentümern alleine verbleiben. Das muss man sich schon mal mit den Zahlen ein Stück weit vergegenwärtigen. Das Volumen der Grundsteuer, das liegt etwa bei 14 Milliarden Euro, kann man sagen. Das ist jetzt eine sehr grobe Rechnung. Wenn man jetzt sagt, man schafft das jetzt ab, dann muss man sich natürlich fragen, wer zahlt denn hinterher diese Grundsteuer? Das wird natürlich dann bei den vermietenden Eigentümern am Ende landen. So. Und dann ist natürlich die Frage, was für Folgen hat das? Das macht doch Mieten am Ende dann nicht billiger, weil natürlich dann die Refinanzierung auch wieder da sein muss, weil das dann über die Netto-Kaltmieten dann auch wieder reingeholt werden muss und über andere Dinge. Und der entscheidende Punkt muss doch an dieser Stelle sein. Und da kann ich auch mal die Grünen dann an dieser Stelle auffordern, ihrer Verantwortung gerecht werden. Der entscheidende Punkt doch sein, ist doch überhaupt runterzukommen von diesen hohen Grundsteuersätzen. Und da blicke ich mal auf mein eigenes Land, das Land Berlin. Wir haben hier den höchsten Hebesatz, den zweithöchsten Hebesatz, den es in ganz Deutschland gibt, 810%. Das wäre doch mal die Aufgabe auch der Kollegen, die jetzt ja hier in Berlin rot-rot-grün regiert hier, dann vielleicht mal an ihre Landesregierung appellieren, von diesen hohen Grundsteuersätzen runterzukommen. Das würde ganz unmittelbar nicht nur die Mieterinnen und Mieter entlasten, sondern eben auch die Eigentümer an dieser Stelle. Und ein letzter Punkt, den Sie in Ihrem Antrag noch ansprechen, möchte ich auch noch ansprechen. Sie plädieren ja dafür, das Wirtschaftsstrafgesetz, § 5, zu reformieren.
Sie sagen, dass man das Tatbestandsmerkmal des Ausnutzens einer Wohnmangellage, dass das gestrichen werden muss. Das würde, so formulieren Sie es auch in Ihrem Antrag, im Ergebnis dazu führen, dass Sie ein privater Kleinvermieter, der seine Wohnung vermietet und der vielleicht nicht auf den Euro genau ausgerechnet hat, wie denn tatsächlich die ortsübliche Vergleichsmiete ist, plus 10%, dass der sich dann möglicherweise einer Ordnungswidrigkeiten-Sanktion ausgesetzt sieht. Das muss man mal sehen. Wenn Sie dieses Tatbestandsmerkmal abschaffen, hat man ein großes, großes Problem, weil viele Eigentümer natürlich dann sagen würden, da auf dieses Glatteis begebe ich mich doch am Ende gar nicht. Ich ziehe mich hinterher völlig aus diesem Wohnungsbau zurück und investiere dann auch nicht mehr in den Wohnungsneubau. Und deswegen wäre das absolut kontraproduktiv. Man muss immer auch, Frau Bayram, weil Sie das angesprochen haben, immer wieder sagen, es sind doch nicht die großen Kapitalgesellschaften, die den Wohnungsbestand in unserem Land alles machen, sondern es sind doch die privaten Kleinvermieter, die 2/3 der Wohnungen in unserem Land zur Verfügung stellen. Und wenn wir das umsetzen würden, was Sie in Ihrem Antrag hier fordern, gibt noch viele Dinge mehr, da werden die Kollegen noch darauf eingehen. Wenn wir das umsetzen würden, dann würden wir die verschrecken. Es würde niemand mehr in Wohnungsneubau und auch in die Modernisierung unseres Bestandes investieren. Und damit würden wir allen Menschen in unserem Land schaden, die Mieterinnen und Mietern ganz vorneweg. Und deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege. Das sagt Jan-Marco Lutschak für die CDU-CSU-Fraktion. Die Große Koalition hat ja im Moment auch ein eigenes Mietrechtspaket sozusagen in der Abstimmung und wird sich damit im Folgenden noch beschäftigen. Jetzt gibt es doch noch die Kurzintervention von Canan Bayran für den Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Lutschak, Sie sind ja Berliner Abgeordneter und Sie haben jetzt zu allem gesprochen, nur nicht zum Mietrecht. Sie sind im Rechtsausschuss. Sagen Sie doch bitte wirklich mal, wie Sie über das Mietrecht die Mieterinnen schützen wollen. Also ich kann Ihnen für Kreuzberg sagen, wir haben schon den Häuserkampf wieder wie in den 80ern. In Schöneberg wird das bestimmt auch nicht lange dauern. Das kann doch in Ihrer Wahrnehmung nicht irrelevant sein. Das will ich nicht glauben. Herr Kollege, ich sehe, Sie möchten antworten. Sie haben das Wort. Ich widerstehe jetzt der Versuchung, alle die Dinge, die wir im Mietrecht machen, aufzuführen. Wir debattieren ja hier auch mehr oder weniger jede Woche über das Mietrecht. Und ich habe an anderer Stelle ja auch das ausgeführt. Aber es ist schon interessant, Frau Bayram, wenn Sie sagen, dass die Grünen den Häuserkampf wieder aufgenommen haben. Aus Berlin kennen wir das ja wieder. Am Ende, ja, man muss schon sagen, wenn Senatsmitglieder des rot-rot-grünen Senates sagen, Hausbesetzung, das sei angesichts der Wohnungsknappheit ein legitimes Mittel, diesen Kampf zu führen, dann muss man sich schon fragen, in welchem Staat man lebt. Mit rechtsstaatlicher Attitüde hat das hier nichts mehr zu tun. Wir haben als Koalition ein ehrgeiziges Programm. Und da geht es zum einen um die Wohnungsbauoffensive, das habe ich dargestellt, aber natürlich wollen und werden wir auch Mieterinnen und Mieter schützen. Sie wissen sehr genau, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, wo wir die Mietpreisbremse an einigen Dingen auch ändern wollen, wenn es etwa um die Rügepflicht geht, die wir absenken wollen, die Hürden, wenn es etwa darum geht, mehr Transparenz zu schaffen über eine Auskunftspflicht in einem begrenzten Ausnahmefall, wo wir die Modernisierungsumlage absenken wollen von 11% auf 8% in den Gebieten, wo Wohnungsknappheit herrscht, wo wir eine Kappungsgrenze einführen werden, wo man maximal 3 € in 6 Jahren umlegen kann pro Quadratmeter. Also wir haben sehr viele sehr gute, aber eben auch ausgewogene Maßnahmen in unserem Koalitionsvertrag vornehmen, wo wir nicht einseitig Partei ergreifen zulasten nur der Mieterinnen und Mieter, so schutzbedürftig sie auch sein sind, sondern auch die privaten Kleinvermieter, die brauchen auch einen Anwalt ihrer Interessen und das sind auch wir als Union an dieser Stelle. So. Ja, 2 Berliner Abgeordnete, beide mit ihrem Wahlkreis in Berlin, Canan Bayran und Jan-Marco Lutschak. Aber der Wohnungsmarkt ist natürlich nicht nur in Berlin angespannt, auch in anderen Großstädten, auch in anderen Ballungsräumen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute genau eine Woche vor Beginn der Sommerpause beraten wir noch husch-husch über einen Antrag der Grünen. Die Grünen haben diesen Antrag erst vor 2 Tagen unserer Fraktion zugänglich gemacht. Zur Begründung hieß es, der Antrag sei zwar schon auf die... Hören Sie mal auf mit dem Geschrei. Zur Begründung hieß es, der Antrag sei zwar schon auf die Tagesordnung des Plenums gesetzt worden, jedoch sei der Antrag noch nicht fertig und müsse erst fertiggestellt werden. Nach der Linkspartei wollen offenbar auch die Grünen... Sagen Sie mal, wollen Sie da nicht eingreifen? Ich stoppe zunächst mal Ihre Redezeit, Herr Mayer, und ich bitte wirklich auch um Ruhe, weil die wechselseitigen Vorwürfe, man habe zu spät die Anträge erhalten, ja immer unterschiedlich benutzt werden in der Rede.
So, ich also, Herr Mayer, wenn ich sage, Sie dürfen weitersprechen, dürfen Sie weitersprechen. Ich bitte auch um Ruhe und Aufmerksamkeit für den. Ich bitte auch um Ruhe und Aufmerksamkeit für den Redner. Sie benehmen sich hier wie die Kindersoldaten von der Antifa. Das muss ich mal ehrlich sagen. Ich will hier einfach nur reden. Na, und das zeigt Ihr Demokratieverständnis in aller Deutlichkeit. Sie wollen uns gar nicht zu Wort kommen lassen, weil Sie Angst vor uns haben. Und Sie haben berechtigte Angst. So, und ich möchte jetzt mit meiner Rede fortfahren und möchte von Ihnen hier nicht niedergebrüllt werden. Das macht keiner von uns, so wie Sie sich hier verhalten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal, ich bitte wirklich noch einmal um Ruhe und Aufmerksamkeit für den Redner, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Aber das ist bisher die Usance im Haus. Und es gibt einige, die haben vielleicht einen Kater, das rechtfertigt aber trotzdem nicht zu knurren. So, jetzt haben wir das, glaube ich, geklärt. Jetzt will ich hier fortfahren. Wir wollen ja irgendwann auch nach Hause. Also, ich bin nicht der Meinung, dass es für die Ernsthaftigkeit dieses Antrags spricht, wenn Sie von den Grünen kurz vor Beginn der Sommerpause noch schnell etwas zusammenschustern müssen, das Sie schon vorher auf die Tagesordnung des Bundestages zur Beratung gesetzt haben. Das ist für meine Begriffe nicht seriös. Insgesamt fordern die Grünen die Bundesregierung zu 34 Maßnahmen auf, die mitunter völlig verschiedene Rechtsgebiete betreffen. Von Gruppenklagemöglichkeiten, einer Änderung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer in den Betriebskosten, über eine Anpassung des Wirtschaftsstrafgesetzes bis hin zu einer Umkehr des Beibringungsgrundsatzes bei § 280 BGB. Haben Sie alles da reingepackt, was Ihnen gerade mal so eingefallen ist? Das erinnert an eine Art Brainstorming. Auffällig ist, dass die Grünen wohl mangels eigener Ideen das, was die Linke unter dem Stichwort echte Mietpreisbremse hier vor kurzem servierte, zum großen Teil übernommen haben und jetzt wohl als eigenen Beitrag verkaufen wollen. So fordern die Grünen wie die Linke die Rügepflicht der Mieter bei unzulässig überhöhter Miete durch eine Auskunftspflicht des Vermieters zu ersetzen, § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzbuchs zu ändern und ein Konditionsrecht zugunsten des Mieters für zu viel gezahlte Miete vor Erhebung der Rüge einzuführen. Alles bekannt, alles war schon mal da. Es zeigt sich wieder mal, wie richtig es ist, die Grünen als Wassermelone zu sehen. Außen grün, innen tiefrot. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Nein. Wenn Sie schon von dem Antrag der Linken, der vor 3 Wochen bereits durchgefallen ist, abkupfern, dann liefern Sie doch wenigstens die gleiche Qualität ab. Legen Sie wenigstens für eine Ihrer 34 Forderungen einen eigenen Gesetzesentwurf vor. Das, was wir hier vorgelegt bekommen haben, ist nichts weiter als das qualitativ minderwertige Produkt von Leuten, die man bestenfalls der akademischen Unterschicht zurechnen kann. Und damit wollen Sie von den Grünen, Sie, die an den hohen Mietkosten erhebliche Mitschuld tragen, allen Ernstes soziale Kompetenz beweisen. Die Grünen erkennen offenbar nicht den Zusammenhang zwischen dem, was sie unter Unterstützung für den Klimaschutz verstehen, und der Steigerung von Mietkosten aufgrund energetischer Sanierung. Sie sehen nicht, dass ihre kunterbunten Vorstellungen gerade zu den Ursachen für Mietpreissteigerungen gehören. Haben Sie sich einmal gefragt, wie viele betroffene Mieter überhaupt kein Interesse an energetischen Sanierungen haben? Diese führt nämlich zu Mietsteigerungen. Das ist auch egal, ob das dann 11 oder 6% pro Jahr beträgt. In vielen Teilen baut der Antrag auf die bereits bestehende Mietpreisbremse auf. Und das, obwohl die Grünen selber einräumen, dass die Mietpreisbremse gescheitert ist. Das Kernproblem der Mietpreisbremse ist es, dass private Investitionen in den Wohnungsbau weniger rentabel werden. Die Mietpreisbremse bremst den dringend notwendigen Neubau von Wohnungen durch private Investoren. Ein totes Pferd kann man nicht mehr reiten, auch nicht, wenn man ihm einen neuen Sattel aufsetzt. Deshalb sind Maßnahmen, die die negativen Folgen der Mietpreisbremse sogar noch verschärfen, konsequent abzulehnen. Durch die Mogelpackung Mietpreisbremse wird kein einziges Problem gelöst. Den größten Nachteil durch gestiegene Mieten in Ballungsgebieten treffen diejenigen, die für die Zukunft unseres Landes vom höchsten Wert sind. Und das sind die deutschen Familien. Vornehmlich in den deutschen Familien wachsen die Leistungsträger von morgen auf. Es ist ein unhaltbarer Zustand, wenn junge Leute in Deutschland eine Familie gründen wollen, jedoch keinen bezahlbaren Lebensraum zur eigenen Entfaltung finden. Lebensraum! Wenn es Ihnen ernst gewesen wäre damit, junge Familien zu entlasten, dann hätten die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern das Vorhaben meiner Kollegen dort
in der Landtagsfraktion unterstützt, jungen Eltern ein Familiendarlehen zu gewähren. Ein Familiendarlehen, das verwendungsunabhängig gestellt wird und das man pro Kind gemindert zurückzahlen muss. Dieses Familiendarlehen wäre bei dem dritten Kind vollständig erlassen worden. Es ist schade, dass das nicht gekommen ist und dass Sie dagegen sind. Wir müssen dafür sorgen, dass generell mehr gebaut wird. Die Einführung eines Baukindergeldes weist in die richtige Richtung, sollte aber nicht mit den Restriktionen versehen werden, wie das jetzt geplant ist. Auch Wohnungen über 120 Quadratmeter sollten als förderungswürdig angesehen werden. Es müssen neue Baugebiete erschlossen werden. Das ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Die Städte und Landratsämter brauchen einen größeren Personalpuffer, damit Baugenehmigungen und Baunutzungsänderungen schneller erteilt werden können. Wir müssen auch bürokratische Vorgaben wie die Vorschrift zur Wärmedämmung verringern. Die notwendig gewordene gesetzliche Neuregelung der Grundsteuer ist eine gute Gelegenheit, eine Regelung aufzustellen, nach der zum Beispiel die Anzahl der Hausbewohner in einer Immobilie Einfluss auf die Substanzsteuer hat. Zu guter Letzt noch ein Punkt. Der Trend, der viele Menschen in die weshalb viele Menschen in die Großstädte ziehen, sorgt dafür, dass ganze Landstriche im ländlichen Raum veröden. Jeder, der vom Land in die Stadt zieht, fehlt in seinem Dorf. Wir wollen aber, dass der ländliche Raum lebt, dass es auf den Dörfern eine ausreichende Infrastruktur gibt und dass zum Beispiel auch die freiwilligen Feuerwehren überall genügend Mitglieder haben. Ergebnis der zunehmenden Urbanisierung ist aber auch, dass es zahlreiche Grundstücke in dünn besiedelten Gegenden gibt, die ausgesprochen billig sind und trotzdem über Monate und Jahre auf einen Käufer warten. Wir sollten uns deshalb Gedanken darüber machen, wie wir junge Familien überzeugen können, auf das Land zu ziehen, wo Wohnraum noch billiger ist. Funktionieren kann das nur, wenn wir die Kommunen mit deutlich mehr Geld ausstatten. Dadurch könnte die Infrastruktur verbessert werden. Insbesondere muss der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum verbessert werden. Vielleicht noch ein Tipp für junge deutsche Familien von mir als Dresdner. Wenn ihr es nicht mehr aushalten könnt in den westdeutschen Großstädten, wenn ihr bezahlbaren Wohnraum dort sucht, aber nicht findet, wenn ihr wollt, dass eure Kinder zu guten Schulen gehen, wenn ihr in Sicherheit leben wollt, dann müsst ihr zu uns nach Sachsen kommen. Denn bei uns ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung und die AfD Sachsen wird dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Vielen Dank. Wenn Sie sowas sagen, ist es keine Werbung. Jens Meyer war das für die AfD-Fraktion, als ob man im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Erlauben Sie bitte eine Bemerkung. Niemand in diesem Saal kann sich darüber beschweren, wenn durch massenhafte Zurufe der Redner das Gefühl hat, er werde niedergebrüllt, wenn man selbst so etwas gestaltet. Das sage ich in Richtung der beiden Fraktionen oder der drei Fraktionen auf der linken Seite. Ich mache das genauso bei der AfD-Fraktion. Wenn Sie massenhaft dazwischen rufen, bitte ich auch darum, die Ordnung zu beachten. Das gilt hin und her oder es gilt gar nicht, weil Recht hat nicht eine Farbe, sondern ist in gleicher Weise anzuwenden. Und ich bitte wirklich auch darum, das zu beachten, denn das Bild, was wir dann abgeben, ist kein gutes. Als nächster Redner hat für die SPD-Fraktion der Kollege Michael Groß das Wort. Nach dem Beitrag meines Kollegen muss ich erstmal einen Schluck trinken. Ich möchte noch mal betonen, Herr Meyer, ich lasse mir nicht ein Jota von Ihnen Angst einjagen oder mir drohen. Das ist also eine Art und Weise, die Sie an den Tag legen, die wird dem Thema auch nicht gerecht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Wohnraum finden und bezahlbaren. Und ich glaube, dass wir im Rahmen des Koalitionsvertrages da eine gute Lösung gefunden haben. Ich habe nur auch, als ich dem Herrn Lutschak zugehört habe, nicht das Gefühl, dass wir immer über dasselbe sprechen. Ich glaube, wir müssen das Thema noch mal vertiefen. Uns war wichtig als Sozialdemokraten, dass wir drei Dinge tun. Wir wollten einmal, dass mehr Wohnungen geschaffen werden. Und zwar, wir brauchen in Deutschland 150.000 bezahlbare Wohnungen für untere und mittlere Einkommen. Das war für uns ein großes Ziel. Wir wollen, dass mehr Eigentum geschaffen wird und wir wollen die soziale Funktion des Mietrechts gestalten. Jetzt ist aber leider so, dass Sie beim dritten Punkt, bei der sozialen Funktion des Mietrechts, schon wieder auf die Bremse treten. Die Justizministerin hat einen Referentenentwurf vorgelegt, der bei Ihnen schon wieder aufgehalten wird. Und ich glaube, es wird der Sache nicht gerecht, wenn Sie hier betonen, was wir alles machen wollen. Modernisierungsumlage senken, dass wir die Härtefallregelung ändern wollen, dass wir geradezu auch bei der Mietpreisbremse Verbesserungen schaffen wollen und gleichzeitig Ihre Ministerien sagen, das ist nicht das, was wir wollten.
Wir beide waren ja dabei und konnten uns eigentlich mehrfach nicht einigen. Wir haben dann uns schriftlich festgelegt, was wir machen wollen. Und Sie sagen jetzt wieder, das ist nicht das, was wir gemeinsam verstanden haben. Das wird aber den Menschen in Deutschland nicht gerecht und auch nicht in Berlin, in Köln, in Hamburg nicht. Und die müssen dann, glaube ich, über einen großen Ochser noch springen. Und das ist auch meine Erwartung von Ihnen. Ich möchte noch mal betonen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass die Bundesregierung es geschafft hat, noch mal 500 Millionen Euro zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Wer hätte gedacht, auch die Grünen und die Linken, dass wir eine Verantwortung des Bundes auch über 2019 hinaus für die soziale Wohnraumförderung schaffen? Das war eine großartige Sache, die wir dort vereinbart haben, weil viele Menschen davon profitieren werden. Wir haben viel zu wenig Wohnungen in Bindung. Und es ist immer noch so leider, und das kann man in NRW ablesen, dass die Landesregierung viel zu wenig tun, um neue Wohnungen in Bindung zu schaffen oder zu bauen. Unter Rot-Grün war Nordrhein-Westfalen auch deutscher Meister beim Schaffen von Sozialwohnraum. Leider ist das unter der neuen Regierung nicht mehr so. So kann man sehen, wie sich hier die Gemengelage darstellt. Rot-Grün war dort auf einem guten Weg. Das ist jetzt abgebrochen. NRW wird leider darunter leiden. Was wollen wir in der Stärkung des sozialen Mietrechts erreichen? Ich habe das angedeutet. Wir wollen, dass die Mietpreisbremse verbessert wird. Sie ist besser als Ihr Ruf. Ich betone das noch einmal. Es gibt dazu Untersuchungen. Wenn Sie auf Online-Portale gehen, werden Sie feststellen, Stiftung Warentest, alle die Mieter, die sich trauen, dagegen vorzugehen, haben Erfolg, auch durch Vergleiche. Und Sie, jetzt sage ich nochmal Herr Lutschak, Sie und viele Immobilienunternehmen haben natürlich dafür gesorgt, dass die Mietpreisbremse einen schlechten Ruf hat. Wir werden dafür sorgen, dass durch ein Transparenzgebot, vorvertragliches Transparenzgebot, der Mieter darüber Bescheid weiß, wie hoch darf die Miete sein, und wir werden seine Rechtsposition dadurch stärken. Der zweite große Punkt ist die Modernisierungsumlage. Wir haben eine Situation, in der gerade auch in meinem Wahlkreis, in dem man nicht sagen kann, dass es ein Hotspot in Deutschland ist, die Modernisierungsumlage von 11% auf 8% senken. Und das bedeutet bei einem Investment von 20.000 Euro, ich wiederhole das immer wieder gerne, eben nicht mehr 183 Euro dauerhaft umgelegt werden können, sondern nur 133 Euro. Ein Riesenschritt für die Menschen. Und es bedeutet natürlich auch, dass wir verhindern werden, dass sie herausmodernisiert werden können. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, es ist besonders wichtig, dass wir Menschen davor schützen, herausmodernisiert zu werden, weil wir sagen, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Wenn jemand bewusst aus seiner Wohnung vertrieben werden soll, weil die Modernisierung schon so hoch angesetzt ist in den Kosten, dass er weiß, ich kann das gar nicht bezahlen. Und wir werden das auch, zumindest sieht das der Referentenentwurf so vor, auch als Ordnungswidrigkeit dann mit einem Bußgeld belegen und eine Schadensersatzmöglichkeit auch dem Mieter geben. Ich hoffe, Sie machen da mit. Das wäre ein richtig guter. Ja, ich höre ja nur, dass Sie das auf. Nee, das war nicht Ihr Vorschlag. Ich war ja dabei. Ich hoffe, Sie springen an der Stelle. Ich weiß nur, dass Sie an dieser Stelle nicht springen wollen, Herr Lutschak. Also, fragen Sie Ihre Häuser. Seien Sie ehrlich an der Stelle, weil Sie laufen eben auch nach innen rum und sagen, ich habe die Mietpreisbremse verhindert und deswegen hoffe ich, dass wir hier für die Menschen in Deutschland, für die Mieter in Deutschland einen guten Weg finden. Dankeschön. Als nächstes hat das Wort die Kollegin Katharina Willkomm von der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wann ist Ihnen das letzte Mal der Begriff Warten in den Sinn gekommen? Laut Duden bedeutet Warten, dem Eintreffen einer Person, einer Sache, eines Ereignisses entgegenzusehen, wobei einem oft die Zeit besonders langsam zu vergehen scheint. Haben Sie jetzt auch gerade an die Bundesregierung und den Mietwohnungsmarkt gedacht? Wir alle sehen der Veröffentlichung eines Regierungsentwurfs entgegen. Vor allem Menschen, die dringend neuen und bezahlbaren Wohnraum brauchen, scheint die Zeit hier besonders langsam zu vergehen. Aber bitte, liebe Bundesregierung, liefern, nicht irgendwie was mal in den Raum stellen. Ich darf an dieser Stelle mal aus dem CDU-Wahlprogramm zitieren. Wir werden keine Maßnahmen beschließen, die die Schaffung von Wohnraum zusätzlich verteuern. Diese Verteuerungsmaßnahme hat einen Namen. Es ist das Baukindergeld.
Diese milliardenschwere Einladung mit Mitnahmeeffekt muss Peter Altmaier durchgerutscht sein, als er den Satz ins Wahlprogramm schrieb. Wir Freien Demokraten als Partei der zweiten Chance sagen, einen einmal erkannten Fehler muss man auch korrigieren dürfen, aber peinlich ist es schon. Erst verspricht die Union im Wahlkampf ein sündhaft teures Baukindergeld, dann rechnet der SPD-Finanzminister noch einmal nach. Dann stellt er fest, dass, was Experten Land auf, Land ab schon zur Wahlkampfidee gesagt haben, nämlich sehr teuer, aber ineffektiv. Dann dampfen Olaf Scholz und Regierungsabrissminister Seehofer die Nummer so ein, dass sie wieder ins Budget passt, aber noch weniger zu den Bedürfnissen bauwilliger Bürgerinnen und Bürgern. Und diese Woche findet die Drama-Koalition am Rande des x-ten Krisentreffens dann die Lösung. Von einer Quadratmeterbegrenzung wird abgesehen, dafür das Ganze zeitlich auf 3 Jahre begrenzt. Lassen Sie das mit den Obergrenzen. Sie sehen ja, Sie laufen damit gegen eine Wand. Streichen Sie das Baukindergeld. Schaffen Sie einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer. Nun zum Antrag der Grünen. Es heißt, Politik beginne mit Betrachten der Wirklichkeit. Die Grünen schreiben, die Mietpreisbremse sei gescheitert. Es gäbe Verwerfungen auf dem freien Wohnungsmarkt. Das stelle zahlreiche Familien vor ernste Probleme. Wir starten also von derselben Ausgangslage. Die FDP begrüßt jeden Vorschlag, der die Selbstbestimmung des Einzelnen stärkt. Solange das nicht dazu führt, dass sie noch mehr private Vermieter aus dem Mietwohnungsmarkt zurückziehen. Soweit der gemeinsame Lösungsansatz. Leider haut es sie in der nächsten Kurve wieder aus der Flugbahn. Von der Mietpreisbremse nur Erstmieten im Neubau auszunehmen, reicht nicht. Die Mietpreisbremse muss gestrichen werden. Ihr Vorschlag zum Mieterhöhungssatz bei Modernisierung und Kappungsgrenze will vor allem eins, nämlich die geleakten Vorschläge aus dem BMJV übertrumpfen. Die Folge wäre schlicht noch mehr Modernisierungsstau im Bestand. Sie wollen ein Mietminderungsrecht, wenn das Gebäude nicht so energieeffizient ist wie vorgeschrieben. Sie verzichten aber völlig auf eine Verknüpfung mit tatsächlich dadurch erhöhten Energiekosten für den Mieter. Das ist etwas zu kurz gesprungen. Im gleichen Atemzug schränken Sie die Möglichkeit drakonisch ein, den Mietern etwaigen mit Modernisierungskosten angemessen zu beteiligen. Das ist geradezu frech. Und am Ende scharen Sie damit den richtigen Anliegen, CO2 einzusparen. Ich dachte immer, das sei Ihnen besonders wichtig. Das alles wird die Vermieter nicht motivieren, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Sehr geehrte Damen und Herren, über eine Baulandoffensive für bezahlbare Wohnungen und Infrastruktur in wachsenden Städten können wir reden. Darüber qualifizierte Mietspiegel auf eine rechtssichere und gerichtsfeste Grundlage stellen. Darüber können wir reden. Über die Weiterentwicklung des Gewerbemietrechts und die Erstellung von Gewerbemietspiegel können wir reden. Über all das können wir reden. Nur noch länger warten, das können wir nicht. Vielen Dank. Sagt Katharina Willkommen für die FDP-Fraktion. Für die Linke erwarten wir jetzt die Abgeordnete Karin Ley, die Sprecherin für Mietenbau und Wohnungspolitik ihrer Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sprechen heute zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode über das Mietrecht, zum dritten Mal auf Antrag der Opposition. Das sollte Ihnen von der Koalition wirklich mal zu denken geben. Hatte denn die Justizministerin Frau Barley nicht angekündigt, dass sie ihren Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause einreichen will? Also dazu wäre heute am Tag die letzte Gelegenheit. In der nächsten Woche sprechen wir nämlich über den Haushalt. Nicht, dass es so kommt wie in der letzten Legislaturperiode, wo jeder Versuch, das Mietrecht zu verbessern im Interesse der Mieterinnen und Mieter an der Union gescheitert ist oder im Kanzleramt gestoppt wurde. Das, meine Damen und Herren, darf nie wieder passieren. Die Frage, die hier heute gestellt ist, lautet Mietrecht. Die Antwort der Union darauf, Baukindergeld. Also ehrlich gesagt, da fällt doch auch jemandem, der kein Fachmann, keine Fachfrau auf, dass in dieser Antwort irgendwas nicht stimmen kann. Aber ich kann es Ihnen gerne auch noch mal erläutern. Es wird ja so kommen, dass das Baukindergeld am Ende das Einzige ist, was diese Koalition vor der Sommerpause noch tatsächlich beschließen wird. Ehrlich gesagt, ein Lieblingsprojekt der Union, auch persönlich von Horst Seehofer favorisiert.
Aber nach Expertenmeinung wird das Baukindergeld doch vor allen Dingen dazu führen, dass auf dem Land mehr Eigenheime gebaut werden. Aber mehr Eigenheime im Bayerischen Wald werden doch der Krankenschwester in München gar nichts nützen. Das ist doch überhaupt nicht die richtige Antwort auf die Wohnungsfrage in den Städten. Und für die Krankenschwester in München ist die Idee, sich ein Eigenheim zu kaufen, wie für viele andere, für Millionen andere Normalverdiener in den Städten, doch in weite Ferne gerückt, wegen geringer Löhne, wegen explodierender Mieten, weil sie gar keinen Kredit mehr bekommen und wegen dieser horrenden Boden- und Quadratmeterpreise. Daran wird das Baukindergeld einfach auch nichts ändern. Aber deswegen wird sie aber dann am Ende mit ihren Steuergeldern dem Zahnarzt im Bayerischen Wald sein Eigenheim finanzieren, ehrlich gesagt. Ich kann nicht erkennen, was daran eine soziale Politik sein soll. Es ist ein teures Wahlgeschenk für Seehofers Klientel. Das Baukindergeld ist nicht die richtige Antwort auf die Wohnungsfrage in den Städten. Ich kann mich hier nur noch mal wiederholen. Es ist auch ein Irrglaube, und das möchte ich der Union jetzt wirklich noch mal erklären, dass Bauen, Bauen, Bauen die einzige Antwort auf die Wohnungsfrage ist. Es kommt eben nicht darauf an, dass mehr gebaut wird. Es kommt auch darauf an, für wen und wo gebaut wird. Das ist doch die entscheidende Frage. Und dann schauen wir uns doch mal an, was gebaut worden ist. In den Großstädten sind in den letzten Jahren nur 10% aller Wohnungen überhaupt für Normalverdiener erschwinglich gewesen. Hier in Berlin sogar nur 5%. Aber gerade die Durchschnittsverdiener, die Normalverdiener und Menschen mit geringem Einkommen, die brauchen doch die Unterstützung der Politik. Und wenn wir für die was tun wollen, dann müssen wir mehr Sozialwohnungen bauen, dann müssen wir mehr Sozialwohnungen für Familien bauen. Das wäre die richtige Antwort. Ja, und wenn Sie was für Familien tun wollen, wie wäre es dann damit, dass Sie vielleicht mal anfangen, herzustellen, dass eine alleinerziehende Mutter Hartz IV, das Kindergeld nicht länger auf Hartz IV angerechnet wird? Das wäre mein erster und sozialer Schritt, um die Familiensituation zu verbessern. Meine Damen und Herren, jetzt zum Mietrecht. Ja, es ist schon erwähnt worden, dass die Mietpreisbremse in ihrer jetzigen Ausarbeitung nicht funktioniert. Sie sollte ja auch nicht funktionieren, weil der Druck der Bau- und der Vermieterlobby eben sehr, sehr groß war. Aber was folgt denn jetzt daraus? Es kann doch nicht sein, dass jetzt AfD und FDP und manchmal habe ich auch fast das Gefühl, die Union daraus schlussfolgern, dass sie jetzt gänzlich abgeschafft wird. Das Gegenteil ist richtig. Sie muss nachgebessert werden. Und deswegen unterstützen wir im Grunde nach auch den Antrag der Grünen, auch wenn wir im Detail an einigen Stellen darüber hinausgehen. Wir als Linke finden ja, dass alle Ausnahmen gestrichen werden müssen. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Wir finden es auch unmöglich, dass die Mietpreisbremse jetzt nach 2 Jahren im Grunde auslaufen soll, bevor sie wirklich, es ist ja nicht gesichert, ob sie überhaupt weitergeht. Also das wäre ja jetzt nun völlig absurd. Und selbstverständlich wollen auch wir, dass Vermieter, die sich nicht an die Mietpreisbremse halten, dann am Anschluss auch bestraft werden. Das sollte doch selbstverständlich sein. Meine Damen und Herren, wir brauchen einen echten Mietendeckel, ansonsten bekommen wir das Problem nicht in den Griff. Die Mietpreisbremse bezieht sich aber nur auf die neuen Mietverträge. Wo wir dringend ran müssen, es ist die Deckelung der Mieten im Bestand, die Deckelung der Altmietverträge. Denn auch hier steigen die Mieten enorm. Und da wird jedes Bauprogramm überhaupt nichts dran ändern. Es ist der beste Beweis dafür, dass wir eine Deckelung im Mietrecht brauchen, um die Mieterinnen und Mieter besser zu schützen. Das ist doch völlig logisch. Ja, wir haben eine Kappungsgrenze, die ist aber eben viel zu großzügig berechnet. Und deswegen gibt es von den Grünen einen anderen Vorschlag. Und wir haben gesagt, wie wäre es, wenn wir angesichts dieser horrenden Mietsteigerungen uns vielleicht mal darauf verständigen, dass die Mieten für die nächsten Jahre maximal wieder Inflationsausgleich steigen sollen. Oder wenn es nach mir geht, wie die Löhne. Das wäre ja vielleicht auch mal eine soziale Antwort. Meine Damen und Herren, wir müssen ans Mietrecht ran. Wir brauchen einen besseren Kündigungsschutz. Das habe ich hier vor 1,5 Jahren schon mehrfach ausgeführt an dieser Stelle. Das ist bei der Union bis heute nicht angekommen. Wir müssen an den Mietspiegel ran. In seiner jetzigen Fassung ist er ein Mieterhöhungsspiegel. Das wird nichts nutzen. Und letzter Punkt, die Modernisierungsumlage. Wir wollen sie nicht, wie die Grünen, lediglich absenken. Wir wollen sie eigentlich abschaffen, denn die ist das Verdrängungsinstrument Nummer 1 in unseren Städten. Deswegen wird diese Modernisierungsumlage abgeschafft, meine Damen und Herren.
Und sie ist auch die Einladung eigentlich dafür, dass der Mietwohnungsmarkt inzwischen so interessant ist für internationale Finanzspekulationen, weil es ist ja eine gesicherte Renditegarantie. Wo gibt es denn sowas? Hier müssen wir endlich ran. Das muss endlich aufhören. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Ich komme zum Schluss. Ich fände es gut, und die Mieterinnen und Mieter würden es Ihnen danken, wenn die Union endlich mal aus ihrem mietenpolitischen Dornröschenschlaf aufwachen würde. Das wäre mal ein tolles Signal am heutigen Freitagnachmittag. Vielen Dank. Karin Ley war das für die Linke. Sie hat Unterstützung signalisiert, bisher als einzige Fraktion für diesen grünen Antrag. Jetzt hören wir nochmal für die Unionsfraktion den Abgeordneten Herbert Hirte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich den Untertitel Ihres Antrages lese, dann heißt es da bezahlbares Wohnen sichern. Wenn man den Antrag dann genau durchliest, dann stellt man fest, es geht nicht um das Sichern von bezahlbarem Wohnen für alle, sondern es geht darum, hippe Innenstadtwohnungen für Ihre Klientel weiter billig zu lassen. Und das ist das, was uns unterscheidet. Dass Sie jetzt da laut zustimmen, ist klar. Sie haben das, Frau Ley, ja gerade auch gesagt. Ihnen geht es nicht darum, Menschen auf dem Land auch Wohnraum zu verschaffen, sondern es geht Ihnen genau um dasselbe Ziel und nicht um das Ziel, was unser Ziel ist, bezahlbaren Wohnraum für alle zu erreichen. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu aus der Fraktion Die Linke. Er sollte vielleicht mal zu Ende zuhören, dann kann er sagen, ob sich die Zwischenfrage nicht erledigt hat. Über einige Ihrer Vorschläge, die Sie uns vor ein paar Stunden gemacht haben, kann man durchaus nachdenken. Gegen eine vernünftige und übersichtliche Betriebskostenabrechnung hat niemand etwas einzuwenden. Und auch rechtssichere Mietspiegel wären nicht nur für Mieter, sondern auch für Vermieter ein Segen. Ihre anderen Vorschläge, bevor ich auf noch einige weitere Punkte trotz der kurzen Vorlagefrist hier eingehe, sind jedoch eigentlich nur Kosmetik und graduelle Änderungen am bisherigen Mietrecht. Und ich habe es schon gesagt, die letztlich den Besitzstand derjenigen wahren, die schon in einer schönen Wohnung drin sind. Und uns geht es auch darum, Menschen Wohnraum zu schaffen, die noch keine Wohnung haben. Und deshalb glaube ich, von der Opposition müsste man eigentlich mehr erwarten als nur Detailänderungen, etwa 50 Stück, klein, klein, sondern eine Vision, wie das Wohnen in diesem Land besser gestaltet werden kann. Jetzt fragt der Kollege Lehmann, der kann auch gleich danach seine Bemerkung machen, um das vorweg zu sagen. Nachdem Sie diese Chance, liebe Kolleginnen und Kollegen, vertan haben, lassen Sie mich deshalb meine Vorstellung von einem bezahlbaren Wohnraum für alle darstellen. Eine Vorstellung von einem bezahlbaren Wohnraum ohne überbordende Bürokratie. Fußnote, Sie haben das gerade eben gesagt. Jemand, der klagt bei der Mietpreisbremse, der bekommt sehr häufig recht. Und das zeigt, verdient wird an ganz anderen Stellen. Es werden nicht die Wohnungen billiger, sondern die Anwälte reicher. Und es soll darum gehen, dass bildungsferne Schichten auch günstigen Wohnraum bekommen. Und im Übrigen eine Vorstellung, die nicht davon ausgeht, dass der Staat alles regeln muss. Nach meiner Vorstellung brauchen wir mehr Wohnungen und übrigens von der Größe, um es deutlich zu sagen, die sich Bürgerinnen und Bürger wünschen und nicht die, die irgendwelche Förderrichtlinien vorschreiben. Und deshalb haben wir in der Koalition zu Recht jetzt verabredet vor zwei Tagen, und ich will das noch mal in Erinnerung rufen an die Kollegen, die das nicht gesehen haben, dass es keine Flächenbegrenzung in diesem Punkte beim Baukindergeld geben wird. Dazu braucht es günstiges Geld. Und davon gibt es, das muss man auch mal sagen, zurzeit genug. Wir brauchen ein entschlacktes Baurecht und wir brauchen schnelle Behördenentscheidungen mit praxisgerechten Bebauungsplänen. Während wir über Ersteres im Bauausschuss nachdenken werden, ist der zweite Punkt, nämlich schnellere Entscheidungen der Behörden, nicht in unserer Macht, sondern eine Frage der Länder und Kommunen. Deshalb ist es an uns allen, unsere Kolleginnen und Kollegen in den Ländern und Gemeinden, hier zu einem Umdenken zu motivieren. Gleichzeitig gilt es, Regionen, Stadtteile, Straßenzüge und andere Teile attraktiver zu gestalten und so den Wohnungsmarkt zu entzerren. Wer etwa in meiner Heimatstadt Köln in Sülz, nicht nach Sülz ziehen will und nicht nach Sülz ziehen kann, da müssen wir daran arbeiten, dass Mülheim etwa ähnlich hip wird, wie es Sülz und Ehrenfeld schon sind. Und das bedeutet auch, wir müssen das Gefälle zwischen Stadt und Land reduzieren. Denn 30 Minuten mit dem Regionalexpress von Berlin entfernt gibt es durchaus attraktiven Wohnraum.
Neben der Entzerrung des Mietwohnungsmarktes bedarf es auch noch weiterer Anstrengungen, Wohnungseigentum gerade von jungen Familien zu steigern. Wohnungseigentum macht nämlich unabhängig von Mietsteigerungen, bindet Kapital, das im Alter und in Notsituationen zur Verfügung steht, und ich sage es ganz deutlich, ist zudem ein gutes Gefühl. Und deshalb ist das Baukindergeld der richtige Ansatz, auch wenn es ökonomische Kritik an der einen oder anderen Stelle dagegen gibt. Denn es rückt das Eigentum und das Eigentumsrecht weiter in die Öffentlichkeit und lässt mehr Menschen über diesen Schritt nachdenken. Und meine Damen und Herren, wenn wir schon bei guten Maßnahmen der Bundesregierung sind, auch die aktuelle Niedrigzinsphase hilft bei der Finanzierung von Wohnungseigentum. Das sollte man in diesem Zusammenhang nicht unterschlagen. Wenn ich von schöneren Wohnungen spreche, die man bekommen können soll, dann muss ich doch auch noch einmal auf Ihren Antrag zurückkommen. Sie beklagen an einigen Stellen, dass die Menschen herausmodernisiert werden. Und das ist an einigen Stellen durchaus richtig. Und ich sage es noch einmal, der Kollege Lutschak hat es ja im Zwischenruf schon deutlich gesagt. Deshalb überlegen wir ja und haben in den Koalitionsvertrag Maßnahmen zu diesem Punkt hineinverhandelt. Da wird also etwas passieren. Was mir aber gar nicht gefällt, ist der Unterton, den wir bei Ihrem Antrag so an der einen oder anderen Stelle lesen kann, dass nämlich Vermieter lediglich geldgierige, herzlose Finanzinvestoren von den Cayman Islands sind. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, zumindest in meiner Heimatstadt sagt die Statistik etwas ganz anderes. 66% der Mietwohnungen sind in der Hand von Privatpersonen, 18% in der Hand öffentlicher Wohnungsunternehmen und nur bei 14% sind es privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen. Selbst wenn letztere ihre Mieter auspressen sollten, dann sind die anderen 86% noch ordentliche Vermieter und da müssen wir auch dran denken. Und letztlich noch ein Punkt zum Thema bezahlbaren Wohnraum für alle. Liebe Kolleginnen, eine Begrenzung der Mieterhöhung auf 10% in 3 Jahren. Damit kommt ein Geringverdiener auch noch nicht an Wohnraum dran. Die Maßnahme hilft nicht. Sie sehen also, unsere Fraktion und meine Partei hat alle Bürgerinnen und Bürger im Blick, private und gewerbliche Vermieter und natürlich auch den grünen Wähler, der gut verdient. Vielen Dank. Herbert Hirte war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und jetzt gibt es noch das Verlangen nach Kurzintervention. Stefan Liebig sehe ich jetzt hier für die Linke als Ersten. Ja, Herr Hirte, Sie haben gesagt, ich solle Ihnen zuhören, dann würde ich noch was lernen. Ich habe jetzt zugehört, es bleiben trotzdem noch ziemlich viele Fragen offen. Sie beschreiben hier eine Welt, in der ich wirklich nicht leben möchte. Sie sagen, es ist völlig normal, dass sich Leute mit nicht zu hohem Einkommen Wohnungen in der Innenstadt nicht mehr leisten können. In meinem Wahlkreis in Prenzlauer Berg ist seit 1990 die Bevölkerung komplett ausgetauscht worden. Früher haben dort Arbeiter gewohnt, Studenten gewohnt. Niemand von denen kann sich heute dort noch eine Miete leisten. Und Sie sagen, dass diese Leute den Regionalexpress nehmen soll und rausfahren nach Brandenburg. Was ist denn das für eine Welt? In den Städten nur noch die Reichen und Schönen und die nicht mehr so viel Geld haben, die wohnen halt am Rand oder gar ganz woanders. Das ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte und wir werden dagegen kämpfen. Wollen wir erst noch den Kollegen und dann können Sie beide zusammen. Sven Lehmann, bitteschön. Für die Bündnisgrünen. Ja, Herr Kollege Dr. Hirte, Sie haben jetzt mehrfach in Ihrer Rede das Wort hip benutzt und das sozusagen irgendwie suggeriert, das Thema explodierender Mieten sei irgendwie so ein grünes Wohlfühlthema. Jetzt kommen wir beide aus demselben Wahlkreis, nämlich aus dem Kölner Südwesten. Und ich möchte jetzt das Plenum nicht langweilen mit Kölner Interna, aber ich sage es einfach mal zur Informationshalber. Die Kölner Südstadt hat ein ganz, ganz großes Problem mit explodierenden Mieten und Verdrängung. Köln-Zollstock hat ein, das liegt auch in unserem Wahlkreis, ein sehr großes Problem, weil es einen hohen Anteil von Genossenschaftsbauen gibt und trotzdem explodierende Mieten, Sanierungen und Verdrängung. Und wenn Sie hier sagen, das sei irgendein grünes Wohlfühlthema, ignorieren Sie, dass gerade Menschen mit geringem Einkommen und gerade junge Familien massiv aus den Großstädten verdrängt werden. Das ist nicht in Ordnung. Und dass Sie so als Wohlfühlthema hier darstellen. Herr Kollege Hirte. Zunächst mal, zuhören wäre gut. Das, was Sie mir in den Mund gelegt haben, habe ich nicht gesagt. Und deshalb ist es, nein, das müssen wir dann schon mal klarstellen. Ich habe nicht gesagt, dass mir die Mieter in Berlin und in Köln nicht am Herzen liegen. Sie liegen mir sehr am Herzen. Ich habe nur gesagt, ich habe auch nicht zweimal von HIP gesprochen, das haben Sie falsch verstanden, aber das ist vielleicht die Überinterpretation durch Sie. Das ist, will ich ganz deutlich sagen.
Sie sehen nur auf eine Gruppe, das sind diejenigen, die im Bestand drin sind. Wir schauen auch auf diejenigen, und das sind insbesondere junge Familien, die noch Wohnraum haben wollen. Und lieber Kollege Lehmann, wir haben vor wenigen Tagen in Köln genau zu diesem Thema zusammengesessen. Und der Pfarrer Möchter hat auf meine Nachfrage, wie die Mietpreisbremse wirkt, genau das gesagt, was ich hier gesagt habe. Sie wirkt nicht für die Zielgruppe, die uns auch am Herzen liegt, nämlich für diejenigen, die sich nicht den Anwalt leisten können und als erstes nur Prozesse führen, um dann eine billigere Miete zu bekommen. Wir wollen billigeren Wohnraum für alle, und daran arbeiten wir auch in dieser Koalition. Vielen Dank. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Hagen Reinhold. So. Schön, dass das so munter losgeht hier bei uns heute. Und deshalb möchte ich mir ein paar Sachen rausgreifen, die die Debatte schon aufgebracht hat. Erstmal ein guter Antrag. In Teilen kann ich Ihnen da zustimmen, aber wirklich nur in Teilen. Ich sage auch gleich, in welchen ganz genau, zum Beispiel, wenn es um Bauland geht und so weiter und so fort. Und bei manchen Teilen habe ich mich gefragt, wer hat Ihnen bitte schön die Feder geführt bei manchem Absatz? Das haben Sie Gott sei Dank, Frau Beiran, jetzt schon erklärt. Das waren ganz offensichtlich die Mitnahmeeffekte vom Häuserkampf in Kreuzberg. Wenn Sie zum Beispiel hier den Kündigungsschutz für gemeinnützige Vereine auf deren Untermieter noch ausweiten wollen, besonderen Schutz für die Untermieter haben wollen, dann wissen wir alle, für wen Sie das hier machen, und dann erklärt sich das auch von ganz alleine. Da offenbaren Sie, für wen Sie hier kämpfen. Also, ich fange mal mit den guten Sachen an. Entspannt. Ich fange mit den guten Sachen an. Bauland wollen Sie aktivieren, da müsste noch viel mehr in Ihrem Antrag stehen, da sind wir sehr dafür. Weisen wir Bauland auf, stocken wir auf, aktivieren wir Brachflächen, bin ich bei Ihnen, alles gut. Mietpreisbremse nicht für die Erstvermietung, schreiben Sie rein, Gratulation, da sind Sie schlauer als viele andere hier im Plenum, bin ich bei Ihnen. Auch die Frist für die Geltendmachung von Härtefällen bei der Modernisierungsumlage, haben Sie meine Sympathie dafür. Aber ein paar Sachen sind dabei, da muss ich mich wirklich fragen, was hier passiert ist. Sie wollen eine enger gefasste Mietpreisbremse bei den Betriebskosten zum Beispiel. Ja, sorry, also wir wissen alle, die Betriebskosten sind eine zweite Miete, aber warum denn? Das ist doch zum größten Teil grün getriebene Strom- und Wärme- und Energiewende in der letzten Zeit gewesen mit EEG-Umlagen noch und nöcher. Sorgen Sie doch dafür, dass die Betriebskosten billiger werden und helfen uns dabei, und begrenzen Sie sie nicht, so einen Schwachsinn. Ehrlich, der Mietpreisspiegel. Da bin ich sehr dabei, und meine Herren von der Union, da bin ich sehr dankbar, dass auch Sie hier vorne noch mal gerade offenbart haben, so richtig rechtssicher sind die nicht. So, und bevor Frau Nissen wieder von Frankfurt anfängt, mache ich es. Oma Else in Frankfurt, die zwei Wohnungen hat und die vermietet. Und das macht sie zu Recht, und wir verpflichten sie mit der Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten dazu, den Mietspiegel anzuwenden. Und der Mietspiegel ist, Sie offenbaren es in Ihrem Koalitionsvertrag, auch nicht rechtssicher. Und dann können wir nicht per Gesetz Leute dazu verpflichten, diesen Mietspiegel anzuwenden. Deshalb ist da dringend Handlungsbedarf. Schade, dass Sie die Mietpreisbremse so lange nicht aussetzen. Das wäre nämlich konsequent, wenn Sie sagen, die Grundlage ist nicht mal rechtssicher. So sieht es nämlich aus. Die Absenkung der Modernisierungsgrundlage. Ich muss darauf eingehen. Sorry, was Sie hier alles erzählen. Es gibt durch die Rechtsprechung schon mehr als genug Ausnahmefälle. Wir haben Härtefälle. Da bin ich Ihnen sogar bei Ihnen, wenn wir sagen, wir wollen verlängern die Frist der Geltendmachung. Aber nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, dass nur dass ein großer Teil, bis zu 30% übrigens bei den Profis, auf die Sie alle so schimpfen, ist das gut institutionalisiert. Also die machen das in einem schönen Verfahren. Viele Leute, die sich nicht leisten können, müssen die Modernisierungsumlage gar nicht tragen. Die sind nämlich ausgenommen. Und deshalb macht es keinen Sinn. Ich habe nachgerechnet, bleiben Sie entspannt, ich habe nachgerechnet, das ist nämlich ein soziales System, wenn die, die sich leisten können, Modernisierungsumlage zahlen, und die, die sich nicht leisten können, weil Härtefälle sind, sie nicht zahlen. Wenn Sie meinen, dieses soziale System abschaffen zu wollen oder konterkarieren zu wollen, ist das doch der größte Fehler, den Sie machen können. Wer glaubt, dass das sozial ist, der glaubt auch, dass Merkel und Seehofer bald zum Brüderkurs ansetzen. Das ist der falsche Weg. Tut mir leid, das muss ich ablehnen. Jetzt blinkt es. Stellen Sie doch bitte eine Zwischenfrage, damit ich weitermachen kann, Frau Nissen. Da wäre ich sehr erfreut. Ich hätte noch einige andere Sachen parat. Ich freue mich auf die Debatte. Die guten Ansätze übernehmen wir, die schlechten. Da müssen wir Ihnen leider noch ein bisschen zeigen, wie es geht. Danke. Sagt Hagen Reinhold von der FDP-Fraktion. Und der Kollege Uli Nissen für die SPD-Fraktion. Die Kollegin Uli Nissen, der Bundestagsvizepräsident, hat sich gerade vertan. Uli Nissen von der SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin. Hatte sich eben schon von ihrem Platz zu Wort gemeldet. Und jetzt ist sie am Rednerpult. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute ein Thema, das auch in meinem Frankfurter Wahlkreis eine hohe Brisanz besitzt.
Bezahlbares Wohnen hat für uns große Bedeutung. Ich freue mich, dass beim Koalitionsgespräch am Dienstag weitere Verbesserungen über den Koalitionsvertrag hinaus erreicht wurden. Zu den bereits beschlossenen 2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau kommen jetzt noch mal 500 Millionen Euro dazu. Großartig ist auch, dass wir die Städtebauförderung für 2019, 2020 zusätzlich pro Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Eigentumsförderung für Familien ist für mich auch ein Bestandteil des Wohnens. Ich bin Berichterstatterin für das Baukindergeld und bin froh, dass am Dienstag in der COA-Runde beschlossen wurde, wie das Baukindergeld kommt. Es gilt der Förderzeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2020. Und es gibt keine Deckelung der erlaubten Wohnungsgröße. Das war für mich sehr wichtig. Pro Kind wird für einen Zeitraum von 10 Jahren jährlich jeweils 1.200 Euro gezahlt, also insgesamt 12.000 Euro. Das erleichtert jungen Familien das Bauen. Aber Voraussetzung, das zu versteuernde Einkommen liegt nicht über 75.000 Euro. Deshalb gilt es nicht für den Zahnarzt in Bayern. Neben der Eigentumsförderung müssen wir dringend die Situation der Mieterin verbessern. Erstmal will ich an etwas erinnern, was wir in der letzten Legislaturperiode umgesetzt haben, häufig vergessen. Wir haben beschlossen, wer den Makler bestellt, muss ihn auch bezahlen. Ich finde es großartig, nach wie vor. Eine riesige Entlastung für Mieterinnen und Mieter. Jetzt zu Beginn der neuen Koalition hat unsere Ministerin zum Mietrecht aus meiner Sicht einen sehr guten Gesetzentwurf vorgelegt. Die Mietpreisbremse wollen wir schärfer stellen. Der Vermieter muss künftig die Vormiete angeben und es soll leichter sein, dass zu viel gezahlte Miete zurückgezahlt wird. Nur wer seine Rechte kennt, Herr Lutschak, kann sie auch nutzen. Deshalb bin ich dafür, dass Mieterinnen und Mieter besser über Rechte informiert werden. Dies kann zum Beispiel durch einen Beiblatt zum Mietvertrag, aber auch, das müssen wir machen, durch zusätzliche Informationskampagnen passieren. Persönlich bin ich auch dafür, dass möblierte Wohnungen auch unter die Mietpreisbremse fallen. Dem Missbrauch in diesem Bereich sollten wir einen Riegel vorschieben. Ganz wichtig auch, angesprochen, Modernisierungskosten, dass die nur noch gedeckelt werden mit maximal 3 Euro pro Quadratmeter innerhalb von 6 Jahren. So werden künftig wohl nur noch sinnvolle und wirtschaftliche Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die Grünen fordern im Antrag viele Dinge. Aber ich frage mich, warum machen Sie das nicht auch dort, wo Sie vor Ort verantwortlich sind? Ich erinnere mich gut daran, wie die Frankfurter Grünen die Mietpreisbremse bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding mit gut 50.000 Wohnungen abgelehnt haben. Erst als die SPD in die Stadtregierung eintrat, konnte SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann umsetzen, dass die Mieten nur noch um 1% pro Jahr angehoben werden kann. So eine Mietpreisbremse will die hessische SPD mit Thorsten Schäfer-Gümbel an der Spitze nach Regierungsübernahme auch auf andere Wohnungsbaugesellschaften im Landesbesitz umsetzen. Und liebe Kollegen von den Grünen, es gilt für alle Einkommensgrenzen, nicht nur für besondere. Und ich versuche selber Vorbild zu sein. Seit 14 Jahren bin ich Vermieterin. Ich habe nicht einmal eine Bestandsmiete erhöht, nicht einmal. Und ich habe nur einmal bei Neuvermietung um 20 Euro erhöht. Und ich kann Ihnen sagen, wenn bei mir Modernisierung vorgenommen, ich werde diese Kosten nicht auf meine Miete umlegen, weil ich habe was davon. Es ist eine Wertverbesserung meiner Wohnung. Ich mache es anders. Liebe Kollegen von den Grünen, Ihr Antrag fordert auch einen verbesserten Kündigungsschutz. Sie sind seit 5 Jahren mit der CDU in Hessen in der Koalition. Dort gilt leider immer noch die Kündigungssperrfrist von 5 Jahren, wie vorher unter CDU und FDP. Warum haben Sie das nicht geändert? Wenn die SPD drankommt, werden wir das ändern. Wir werden es wieder auf 10 Jahre machen, liebe Kollegen. Liebe Kollegen, ich spreche jetzt noch mal, Kolleginnen und Kollegen, ich spreche jetzt insbesondere die Kollegen von CDU und CSU an. Aber sehr kurz. Wir haben nach gut 100 Tagen Regierungszeit viel Gutes für die Menschen auf den Weg gebracht, insbesondere auch für bezahlbares Wohnen. Die Menschen in Deutschland warten darauf, dass wir das auch für sie umsetzen. Lassen Sie die Menschen nicht im Stich, raufen Sie sich zusammen, lassen Sie uns gemeinsam weiter Gutes für die Bürgerinnen und Bürger tun. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Christian Kühn, Bündnis 90 Grüne. Und er ist der Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Fraktion. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Uli Nissen, ich glaube, ich bin im falschen Film. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Jetzt habe ich nämlich verstanden.
dass das Baukindergeld auch ein SPD-Projekt ist. So, und jetzt habe ich auch verstanden, warum der Gipfel am Dienstagabend die Ergebnisse produziert hat, die er nämlich produziert hat. Nämlich, dass ihr jetzt in der Großen Koalition 9 Milliarden Euro in einen eh schon überhitzten Wohnungsmarkt pumpt und davon als SPD, dafür als SPD sozusagen noch 1 Milliarde sozusagen nebenbei für den sozialen Wohnungsbau rausgeholt habt. Aber beim Mietrecht habt ihr nichts gemacht. Und ich habe in der letzten Sitzungswoche hier gesagt, ich will die SPD beim Mietrecht kämpfen sehen. Und bei diesem Gipfel seid ihr nicht hingestanden und habt gesagt, das Baukindergeld gibt es nur, wenn es auch Verbesserungen beim Mietrecht gibt. Das habt ihr nicht hinbekommen. Und das zeigt ganz klar, das Mietrecht ist nicht auf der Agenda der SPD. Der Referentenentwurf von Frau Barley vergammelt immer noch im Ministerium. Und das ist ein mietenpolitischer Skandal. Und der hat eigentlich nichts mit der CDU zu tun, sondern nur mit dem Willen der SPD, bei dieser Frage wirklich Härte zu zeigen. Die SPD lässt sich wie in der letzten Wahlperiode bei der Mietenfrage über den Tisch ziehen. Und Herr Lutschak, dass Sie an dieser Stelle lachen, ja, dass Sie an dieser Stelle lachen, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen, weil Sie bremsen das Mietrecht mittlerweile sozusagen seit über 5 Jahren aus, jede Verbesserung von Mieterinnen und Mietern. Und dass Sie hier bei jeder Rede den Mieterschutz betonen und Krokodilstränen heulen, das ist wirklich unerträglich. Und wenn Sie nicht zusammen klarkommen, meine Kollegin Canan Bayram und ich, wir haben ein bisschen Expertise beim Mediationsverfahren, vielleicht nehmen Sie uns einfach mal mit dazu und dann reden wir miteinander. Dann kommt vielleicht auch was raus für Mieterinnen und Mieter in Deutschland. Wir brauchen eine neue Justierung des Mietrechts, und zwar eine soziale Neujustierung, weil die Mieten in Deutschland insgesamt zwischen 2012 und 2016 um 15% gestiegen sind und der Anstieg sich weiter erhöht hat. Und das merken die Menschen und haben Angst vor Verdrängung. Und deswegen braucht es eine Neujustierung. Und diese Neujustierung wird nur damit gehen, wenn wir eine funktionierende Mietpreisbremse haben, weil die Nebelkerze Neubau nicht funktioniert beim Bestand. Und nur die Mietpreisbremse funktioniert im Bestand. Und deswegen sage ich Ihnen eins. Unser Vorschlag bringt in Ihrem Wahlkreis, Herr Lutschak, 29 Euro pro Monat Ersparnis. Und das werden wir Ihnen vor Ort unter die Nase reiben. Wir brauchen eine Modernisierungsumlage, die nicht darauf setzt, dass nach 10 Jahren die nächste Modernisierung kommt. Ich meine, welcher Kollege innerhalb der Union saniert sein Haus alle 10 Jahre? Das macht niemand. So ein Investment gibt es nirgendwo. Und deswegen 6%, damit haben Sie 20 Jahre Investment. Und das ist vernünftige Marktwirtschaft. Und lassen Sie endlich hier wieder die soziale Marktwirtschaft gelten, statt sozusagen die Rendite derjenigen, die mit diesem Geschäft Modernisierung am Ende ihre Rendite machen. Wir brauchen zudem eine Mietbegrenzung im Bestand, deswegen 10%, ja, und nicht 15%, wie Sie sozusagen im Augenblick im Gesetz haben. Dann kriegen wir es hin. Und wenn wir den Bestand nicht anschauen, sondern immer nur die Nebelkerze Neubau zünden, wird es nicht gelingen. Der Neubau in Deutschland macht 0,6% aus. Damit erreichen Sie gar nichts bei diesen massiven Mietsteigerungen, die wir haben. Deswegen braucht es regulierende Instrumente im Mietrecht. Und ich finde es ehrlich gesagt total traurig, dass hier wirklich gestandene Juristen nicht in der Lage sind, auf diesen Gesetzentwurf im Detail einzugehen, unseren Antrag hier im Detail einzugehen. Weil im Detail, Herr Hirte, muss man konkret werden. Und das werden Sie als CDU leider in dieser Frage nie, außer sozusagen bei Ihren schönen Wetterreden, die Sie hier halten. Und es reicht einfach nicht aus für eine vernünftige Mietenpolitik und schon gar nicht, um den Mietenwahnsinn in Deutschland zu bremsen. Dankeschön. Chris Kühn hier für die Grünen mit scharfen Angriffen vor allem in Richtung der SPD-Fraktion und der geforderte Entwurf zum Schärfung der Mietpreisbremse, der ist noch innerhalb der Bundesregierung in der Abstimmung und es sieht womöglich wirklich so aus, als würde er vor der Sommerpause nicht mehr eingebracht, denn nächste Woche ist ja Haushaltswoche und da steht das nicht auf der Agenda. Jetzt hören wir zu dem grünen Antrag noch den vorletzten Redner, Michael Kiesling für die Unionsfraktion. Und, natürlich haben wir einen angespannten Markt im Ballungsraum. Auch das gibt es in Bayern, um wieder bei dieser Metapher zu sein. Und deshalb denke ich, dass wir als verantwortungsvolle Politiker auch handeln müssen und nachhaltig handeln müssen und keinen Schnellschuss machen müssen. Und auf eins können wir uns auch verständigen, dass es keine einfache Lösung gibt, sondern dass wir mehr anbieten müssen als wie nur die Mietpreisbremse, als wie nur Neubau. Sie haben es gut gesagt, wir brauchen genauso gut auch eine Städtebauförderung, dass auch andere Räume aktiv werden. Und das ist doch das, was wir auch machen bei der Koalition. Wir setzen uns ein, dass wir gleiche Lebensbedingungen haben im Land wie in der Stadt. Und dass wir Wohnraum schaffen, gehört auch dazu, weil das zur Entlastung des Mietmarkts führt. Ja, auch wir haben Visionen.
Ich glaube, mal einer hat gesagt, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Aber manchmal helfen sie, dass man eine Idee hat, wo es hingehen soll. Und ich glaube, die haben wir sehr gut wiedergelegt im Koalitionsvertrag. Ja, wir schaffen Eigentum für junge Familien, wollen junge Familien fördern. Die, die es leisten können, mit einer Grenze von 75.000, das heißt, die reichen Leute sind dort ausgeschlossen. So, und wo er Wohnraum schafft, auch Eigentum, werden woanders Flächen frei. Auch dort schaffen wir Entlastung für den Mietwohnungsbau. So, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir den Mietwohnungsbau fördern und den sozialen Wohnungsbau fördern. Sie haben es gehört, wie viel das wir dort erhöhen oder erhöht wurde in der letzten Woche. Auch das ist Bestandteil von nachhaltiger Wohnungsbaupolitik. Das gehört genauso gut dazu. Und es gehört natürlich auch dazu, dass wir die Mieter schützen. Da bin ich auch dabei. Aber, ja, ja, jetzt wird es spannend, gell? Ja, und wir haben ja auch eine Mietpreisbremse. Und ein Kollege von der SPD hat vorher gesagt, die funktioniert. Ja, funktioniert, wir müssen sie aber trotzdem nachbessern. Und da haben wir uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass wir das tun. Und ich glaube, mit diesem Gesamtpaket können wir unseren Menschen in Deutschland helfen. Und eins, liebe Grünen, muss ich auch sagen, die Zahl, die Sie nennen mit den 860.000 Wohnungslosen, die suggeriert ja den Menschen draußen, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dass die kein Dach über den Kopf haben. Das ist nicht der Fall. Wir wissen, dass die 860.000 jeder zu viel ist, der dort drin steckt. Aber wir wissen auch, dass seit 2014 dort die Hälfte drin sind, die aus Fehlbeleger, sozusagen als anerkannte Flüchtlinge, im Sammelunterkünfte noch wohnen. Dass das kein schöner Zustand ist, ist auch klar, aber es ist auch das Thema der Zuwanderung, die wir mit unserer Politik in den Griff bekommen müssen. Und da müssen wir alle zusammenwirken. Und da hilft es nicht, sagen wir, skandalöse Zahlen hochzuziehen. Wir müssen an den Fakten arbeiten und das, denke ich, tun wir ganz gut mit unserer Koalition und das, was wir vorhaben. Natürlich ist es die Realität. Ich sage nicht die 860.000, dass das nicht die Realität ist. Aber wir haben ja einen sehr starken Zuwuchs bekommen mit den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, die anerkannt sind. Dass das kein schöner Zustand ist, dass die in Sammelunterkünfte leben müssen. Dass sie Sammelunterkünfte leben müssen, weil wir keinen Wohnraum haben. Aber wir wissen auch, dass diese Sondersituation, die wir seit 2015 einfach dafür gesorgt haben, dass wir Wohnraummangel haben, also das Ganze noch etwas verstärkt haben. Und drum nochmal, alles, was wir tun in der Koalition, ist den Wohnungsmarkt zu entlasten, Angebote zu schaffen und das über alle Gesellschaftsgruppen hinweg und da schaue ich nach den Linken. Ja, ich weiß es, ich habe auch eine vierköpfige Familie, ich wohne in der Nähe von München, ich weiß, was man da zahlt. Und wir haben auch Starnberg, jetzt sagen Sie, warum Starnberg, sind doch lauter Reiche, nein, da wohnen auch Polizisten, da wohnen auch Handwerker, da wohnen auch Krankenschwestern und die wollen dort auch wohnen. Und da gehört auch zum Beispiel dazu das Einheimischenprojekt, wo ich schaffe, dass die einheimische Bevölkerung vor Ort noch Wohnraum schaffen kann und leben kann. Und alles im Ganzen denke ich, wir sind gut aufgestellt. Lassen Sie uns noch etwas Zeit, dass wir uns mit der Mietpreisbremse, weil das heute das Thema ist, eine gute Lösung erarbeiten, zusammen in den Ausschüssen. Und dann, denke ich, sehen wir auch einen Schritt weiter. Ob das jetzt vor der Sommerpause ist oder nach der Sommerpause ist, wichtig ist, dass es möglichst schnell kommt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir alle zusammen daran arbeiten, dass das auch so sein wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche. Danke. Ganz so weit ist es noch nicht. Der Bundestag hat heute doch noch ein relativ umfangreiches Programm zu bewältigen. Bis in die späten Nachmittagsstunden wird die Bundestagssitzung hier noch weitergehen. Aber zu diesem Tagesordnungspunkt hören wir jetzt den letzten Redner, Klaus Mindrup. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vollkommen klar, die Wohnungsfrage ist die entscheidende soziale Frage, die wir in unserem Land zu lösen haben. Und wir haben im Koalitionsvertrag zwei entscheidende Punkte vereinbart. Es geht darum, bezahlbaren Wohnraum neu zu schaffen und bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Und das findet sich ja auch in der Überschrift des grünen Antrags, den wir jetzt hier in der ersten Lesung debattieren. Insofern werden wir zu den Details ja auch noch kommen. Und ich kann Ihnen sagen, und ich gehe auch fest davon aus, dass wir nach der Sommerpause das erste Mietrechtspaket hier bekommen werden. Gehe ich fest von aus. Sonst denke ich, wer sich sozusagen an den Koalitionsvertrag nicht hält, der weiß, was dann kommt. Insofern werden wir da ganz eindeutig sein, werden wir hier zu den ersten Maßnahmen kommen. Was kommt auf uns zu? Wir werden das Mietrecht
Den Mietspiegel stärken, das haben wir vereinbart. Wir werden die Mietpreisbremse schärfen. Wir werden die Modernisierungsumlage senken. Wir werden die Modernisierungsumlage kappen auf 3 €. Wir werden das Herausmodernisieren verbieten. Wir werden das Grundgesetz ändern, wenn wir dafür eine Mehrheit kriegen, damit wir weiter in den sozialen Wohnungsbau investieren können. Wir haben die Mittel bereits aufgestockt dafür. Wir werden ein Gebäudeenergiegesetz bekommen, was nicht die Mieter bedroht, sondern die Umwelt schützt. Und wir werden eine neue Bodenpolitik machen, mit der BIMA, aber auch, was die Eisenbahnergenossenschaften angeht. Das ist vereinbart, und ich gehe fest davon aus, dass das auch so umgesetzt wird. Ich möchte etwas sagen zur Bedeutung von Mietwohnungen. Über die Hälfte der Deutschen wohnen in Mietwohnungen. Wir haben hier viel über Eigentumsbildung geredet, das ist wichtig. Aber Eigentumsbildung macht dann keinen Sinn, wenn die Menschen sich es nicht leisten können, weil sie zu wenig Einkommen und zu wenig Eigenkapital haben. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir erwarten von den Menschen Flexibilität, dass sie umziehen, wenn sie den Wohnort, wenn sie den Arbeitsplatz wechseln. Und diese Flexibilität erfordert einen guten Mietmarkt. Und jetzt gucken wir uns mal das Land an in Europa, was die meisten Mietwohnungen hat. 56% der Schweizer wohnen in Mietwohnungen. Und dort funktioniert das. Die haben ein strenges Mietrecht und gleichzeitig eine boomende Volkswirtschaft. Also es geht zusammen. Lassen Sie uns hingucken. Ein gutes und starkes Mietrecht geht zusammen mit einer boomenden Volkswirtschaft. Das ist ein gutes Beispiel. Das werden wir uns noch sehr genau anschauen. Ich habe hier in der Vergangenheit schon mehrfach das Thema Entmietung deutlich angesprochen. Ich habe in meinem Wahlkreis einen absurden Fall. Da ist es so, dass jemand ständig Modernisierungsankündigungen bekommt. Er muss die Maßnahmen dulden. Er wehrt sich gegen die Modernisierungsankündigungen, gewinnt seine Prozesse. Gleichzeitig muss er aber die erhöhte Miete bezahlen, weil er ansonsten in die Gefahr läuft, wegen Mietverzugs gekündigt zu werden. Das ist etwas, was nicht geht. Das werden wir uns angucken müssen, weil das läuft auf das Herausmodernisieren hinaus. So etwas muss gestoppt werden. Manchmal höre ich von Eigentümern, dass man mit seinem Eigentum machen kann, was man will. Gerade im Prenzlauer Berg, das ist ja auch schon vom Kollegen Liebig angesprochen worden. Und das ist teilweise unwürdig, was wir an Umgang mit Mieterinnen und Mietern erleben. Und denen möchte ich 2 Punkte entgegensetzen. Erstens, wir haben eine Sozialklausel im Grundgesetz. Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz sagt, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Das ist etwas, was man immer wieder deutlich machen muss. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Das Bundesverfassungsgericht hat 1989 entschieden, dass das Besitzrecht des Mieters an der gemieteten Wohnung ist auch Eigentum im Sinne des Artikels 14, ist also auch von der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes erfasst. Das beachten wenige, und unsere Aufgabe ist es, beides sozusagen ins Lot zu bringen, das Eigentumsgarantie, was der Eigentümer hat, und die Eigentumsgarantie des Besitzers. Und dafür müssen wir ein soziales Mietrecht machen. Und da haben wir noch einiges zu tun. Der Koalitionsvertrag bietet dafür eine gute Basis. Und ich denke, wir werden hier liefern. Und ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende. In der nächsten Woche geht die Arbeit weiter. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 2976 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. So, also dieser Antrag wird zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung liegt beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Und dieser Antrag und auch alles Weitere, was zum Thema Mieten noch ansteht, das wird dann womöglich nach der Sommerpause weiter beraten werden.